ausgemacht. Okay, Moment. Also nochmal kurz schauen. Also hier ist nichts weiter, oder? Hier ist nichts weiter. Die Frage ist, wenn wir hier sind, was bringt das uns? Was haben wir für Vorteile? Hier auf eine andere Luke zu kommen. Was zur Hölle war das? Gut, dass ich auch Licht hier habe. Habe das Ziel gesichtet! Brauche Deckungsfeuer! Schläft wieder. Gut, okay. Deswegen können wir da rein. Weil wir hier runter können. Alles klar. Schauen wir mal, ob das uns weiterbringt hier. Ich glaube, andere Etage. Dann können wir hier raus, habe ich gesehen, ja. Digga, dieser Huren, ey, mit seiner scheiß Granate da. Okay, betäubt. Die Einschusslöcher hier. Ich wollte nicht weg, ich wollte betäuben. Ich muss darauf eingehen, aber es sind zu viele, bewegen sich zu viel. Jetzt ist ein Unsichtbarkeitsberg, wäre es halt am besten. Ich weiß nicht, warum meine Waffe nicht mehr schießt auf einmal. Lass mich mal kurz schauen, was ich da habe. Hilfe. 30 Sekunden Schadenresistenz. Heilgel, Gesundheit, Heilpaste, Injektor Medipack. Das nehme ich mal hier, das ist eh illegal. Gesundheit 2. 10 Minuten lang schneller verbessern der Begleitersympathie? Nee. Schlangenöl halt. Nee. Mehr XP? Nee, töten eh keinen. 27 Trauma. Das ist 5 alle 5 Sekunden und das ist 10 alle 3 Sekunden. Der betäubt? Schon, gell? Finde ich gut. Ich finde nicht gut hier. Gonti, servus, grüß dich. Finde ich gut. Ich habe diese Medipacks gefunden und jetzt kann ich einfach hier die nutzen. Die sind eh illegal. Hello, Brother. Can you help me find a follow? I'm starting on this platform and I will go live soon. Sure, my friend. Sure, no problem. Follow, let's go. Let's go, have fun. And welcome. It's a great platform. Ooh. Treffe ich den nicht mehr, der ist ja schon fast betäubt.
glaube, ich muss runter. Der Roboter macht nichts, oder was? Hi. Roboter macht nichts, oder was? Gut. Wieso benutzt du nicht das Illegale? Ich will halt explizit das nutzen. Aber gut. Entsperren, Schlüssel erforderlich. Okay, habe ich nicht. Wow, 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 wow. Schauen wir uns nochmal hier um. Hast du's bald? Ich glaube, dieses Schleichding habe ich halt nicht. Feuer auf Ziel eröffnet! Hab ich? Oha, wie viele Sachen wir hier aufmachen und klauen. Wahnsinn. Kann man sich nicht vorstellen. Kann man sich nicht vorstellen. Einfach die Sachen hier aufheben. Und so viele Skillen hier. Richtig geil. Nachher können wir noch weiter skillen. Aber ich glaube, ich habe den schwierigsten Safe schon besiegt. Das heißt nicht, dass die Leichten leichter sind. Okay. Wir sind schon mal einen Schritt weiter. Gut. Einen direkten Weg. Sind wir in einem Rohr wieder hergekommen? Schon, ne? Die Frage ist jetzt, welcher Zugang... Was? Geht jetzt, hier geht's wieder hoch. Brauch ein Medipack! Meine Schüsse reichen generell jetzt für das. Ich meine, der Roboter sieht mich ja eh. Ist irgendwo noch ein Zugang zum Rohr hier in der Wand? Ich komme ja von da unten. Sehr verwinkelt, aber auch geil hier. Interessante Mission bis jetzt. Entsperren. Einsteiger. Oh, jetzt kann ich... Oh, nee, ich kann diese eine so aktivieren, dass sie für mich arbeitet, aber dann töte ich die ja. Nee, ich lasse alles so. Nee, ich lasse lieber alles so. Sonst, ich kann hier einstellen, die Roboter, dass sie für mich arbeiten. Also umprogrammieren. Gehen wir mal hier runter. Wenn wir hier unten sind, wie kommen wir weiter runter? Wir
Wir sind hier unten. Hier ist Aufzug, okay. Aber Aufzug geht nicht. Wir müssen ein Rohr finden, wo wir runterkommen. Lüftungsschacht halt, das meine ich mit Rohr. Lüftungsschacht müssen wir finden. Ich glaube, es geht nur mit Lüftungsschacht. Weil wir sind noch mit Lüftungsschacht reingekommen. Ich habe mir das nicht gemerkt. Aber wir werden schon eins finden, früher oder später. Okay, wir sind von da sind wir reingekommen. Da geht's nicht weiter, da geht's nur nach oben wieder. Wir brauchen einen anderen Zutritt, damit wir wieder rauskommen. Okay, hier sind alles nur so Lüftinger. Wir müssen generell schauen, wo noch so ein... Ich glaube, hier auf der Etage ist nichts, weil da können wir auch nicht rein hier. Ist nicht zum Reingehen. Dann können wir eins tiefer... Hier ist zu. Wo ist noch so ein Luftschacht? Luftschacht. Wo wir rein können. Direkt beim Aufzug wäre zu einfach. Das Ding ist, wir wachen ja gleich wieder auf. Okay, wo ist ein Luftschacht? Habe Kontakt mit dem Ziel verloren. Ja, glaube ich auch. Okay, hier kommen wir raus. Lampe. Wo kommen wir hier weiter? Luke. Okay. Haben wir. Gut. Seh nix. So, so, sweet as a psycho. Sind wir jetzt nicht im gleichen Komplex, nur irgendwo anders? Also nur... Ne, da sind Menschen, die sind wach. Nee, das ist doch der gleiche Komplex, oder? Das ist doch der gleiche Komplex. Ja, ist der gleiche Komplex. Oha! Oha, voll verarscht. Du kannst nicht gewinnen. Sind wir jetzt endlich tiefer? Ich glaube schon, ne? Ach Mann. Hast du es bald? Ich
Betäubung ist schwierig. Schwierig. Ja, Betäubung ist halt... Sie schießt manchmal. Und... passiert nichts. Ich weiß, ich gehe da, der muss rechts, aber ich muss hier irgendwas schauen, ob ich noch irgendwas zum Aufbrechen habe. Wow, 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 HP, Alter, HP. HP. Anscheinend hat der einen Weg gefunden, der Scanner, zu ihr. Okay. Hi. Okay, Andreja. Wir müssen hier raus, aber wir dürfen keinen erschießen. Dabei ist, erschießt sie halt jemand. Ist halt schwierig. Hol dich gleich. Ja, kann ich helfen? Zurück ans Werk. Ja? Sie kann jetzt nicht warten. Nee, tauschen und Wege trennen, okay. War das alles? Gut. Ich hab sie doch eigentlich da gelassen, wo diese Tür ist, aber sie kam mir jetzt nach. Da, wo sie war, war nicht der Ausgang. Da hätten wir nur noch hochgemusst, aber wo ist sie jetzt? Sie ist jetzt natürlich auch rumgelaufen. Ich war hier rechts. Und bin hier eigentlich... Ja, hier war's. Kommt sie? Hier ist der Ausgang. Glaube ich. Zack. Kommt sie mit? Hol dir begleitende. Sie ist doch hier. Okay, sie wartet eigentlich hier. Wo ist sie abgesetzt? Komm, komm doch mit. Hallo, da ist der Ausgang. Ich hab. Komm doch mit. Was gibt es? Okay. Sie kommen nicht mehr mit. Du bist unerlaubt. Ja, also sie kommen nicht mehr mit. Was gibt es? Dann mal los. Ich gebe dir Rückendeckung. Ach, ich kann es ja auch anklicken. Oh mein Gott, ich kann es auch anklicken, wenn es grau ist, habe ich vergessen. Ich brauche keine Roboter. Zumal sie zu klein sind, um als Gepäckträger oder Schutzschild zu dienen. Sehr wilde Mission.
Kommst du? Okay, let's go. Unser Ziel ist es, hier keine rauszugehen. Keine Probleme, keine Todesopfer. Dalton wird erfreut sein. Gut, dann sprechen wir mit ihr. Vielleicht freut sie sich ja, mich zu sehen. Das wäre doch super. Ich habe noch einmal über unser Gespräch nachgedacht. Okay, Darüber, dass man einen Sinn im Leben braucht. Mhm. Wir haben über den Unterschied zwischen einem Sinn und Zielen gesprochen. Ja, bitte? Ich habe mich im Recht geglaubt und deine Argumente weggewischt. Ja, doch inzwischen aber nicht so glaube schlimm. Ich, dass das vielleicht überheblich muss von man mir erst mal war. Verarbeiten, der Scheiß. Ich war immer vollkommen zielstrebig. Habe immer geglaubt, dass meine Entscheidungen notwendig waren. Ja, dass es keine andere Option gab. Gibt's ich habe viel geopfert, um zu stehen, wo ich was jetzt habt stehe. Ihr? Ich habe viel geopfert. Was habt ihr? Und ich fange an, mich zu fragen, ob es das wert war. Wir sollten diese Nummer. Es ist okay, Zweifel zu haben. Du darfst dich nicht nur von ihnen leben lassen. Mit Zweifeln habe ich mich noch nie abgegeben. Oh. Ich spreche wie gesagt selten über meine Vergangenheit. Und doch? Und doch. Wir haben alle schon, also unsere Vergangenheit sollte uns nie definieren. Das tut sie. Wir lernen daraus. Na klar sollte sie das. Wir haben alle Dinge getan, die wir bereuen. Du musst über nichts reden, wenn du nicht willst. Was du auch getan hast, ich werde es dir nicht vorwerfen. Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Oh, scheiße. Ich versprach, meine Familie zu versorgen. Okay. Ich musste mit Schmugglern arbeiten, um Vorräte zu beschaffen, die anders nicht zu bekommen waren. Hm. Ich habe mein gesamtes Erwachsenenleben fern der Heimat verbracht. Von einem Planeten zum nächsten springend. Ja, immer mit in Gefahr. Oft von Gewalt umgeben. Ja, passiert halt. Kaum zu glauben, so viele, dass deine Familie dir das zumutet. Es ist offensichtlich nicht spurlos in dir vorbeigegangen. Jeder hat sein Schicksal. Es hat meine Sicht auf das Universum beeinflusst. Denk keine Frage. Ich war immer überzeugt, dass es unklug ist, jemanden zu nah an mich heranzulassen. Ja, sie hat einfach gelernt. Ich hatte vielleicht nicht ganz Freunde, aber Menschen, die mir wichtig waren. Okay. Und doch gab es immer eine unüberbrückbare Distanz. So ist das halt. Ich ja. finde andere Menschen oft kompliziert und verwirrend. Mich auch? Es erschien mir einfacher, keine Bindungen einzugehen. Ja, zumal besser ist das. Immer die Gefahr bestand, dass ich jemanden plötzlich verlieren. Nie wiedersehe. Ja, das ist normal. Ich habe nie groß darauf geachtet, wer sonst noch da ist. Wir sind soziale Wesen. Das Leben ist besser, wenn man von anderen umgeben ist. Ja. Alleine durchs Leben zu gehen, hat bei mir immer bestens funktioniert. Das Zweite. Ich habe mich dieser Philosophie bisher vehement verwehrt. Aber jetzt. Doch genau darin liegt meine Sorge. Was ich sagen will, ich bin doch da, ich frage Andreja. Mich nun, ob es die richtige Entscheidung war, mich von anderen zu distanzieren. War nicht gut, aber jetzt hast du dich ja geändert. Es ist nicht gut, immer alles nur in sich hineinzufressen. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Wichtig ist, wie man damit umgeht. Das darf aber unsere Mission nicht im Weg stehen. Ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Ich glaube, das ist das Beste. Dafür bin ich hat ungeheuer das gefallen. Dankbar. Sehr gerne. Oh, ich hab's richtig gemacht. Oh mein Gott, das ist immer schwer hier. Okay. Wir sind aus dem Tower raus. Aber krass, dass die dann in neben der Stadt zum Tower haben. Es war eine lange Mission, aber war wild. Schreibt jetzt in die Kommentare oder in den Chat, wenn ihr noch da seid. Eins, wenn es euch gefallen hat. Zwei, wenn es euch noch besser gefallen hat. Hallo? Okay. So, Dele. Wir haben den ganzen Tower da beraubt. Wie viel haben wir denn jetzt? 334.000, wir sind mit. Ne, 434.000, wir sind glaube ich in 400 Reihen oder so, mit 420 Reihen. Wir haben schon so 10.000 gemacht, easy. Easy, diese ganzen Tresore und so. Können
Können wir von hier uns wegbeamen? Ja, geht sogar. Triff Nix in seiner Wohnung. Okay. Warte. Finde ich gut. Das ist... Wir sind immer noch nicht in Hauptmeeren, oder? 25 Meter von hier ist das? Hätten wir den Tower wieder rein müssen, oder was? Halt dich halt fest. Okay, das Ding hat einen Weg gefunden. Und der Weg ist wo? Das Ding sagt mir, geh hier hin. Okay, jetzt geh hier hin. Dahin. Hier runter? Okay, gut, 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 dass deswegen ich da runter gehe. Das Ding ist verwirrt, genauso wie ich. Licht aus, kann man dir beklauen. Burger, 73 Kreuz, nee, die lassen wir hier. Das machen wir nicht. Das ist halt, ne, also 73 Credits. Lagerhaus 04. Okay, doch hier lang. Aber das ist hier, wo wir eigentlich... Okay, wir dürfen hier nicht lang, gut. Das bei diesem komischen Kran ist jetzt schon ziemlich wild. Bis jetzt waren die Sachen immer sehr, sehr eindeutig, die Wege. Und seitdem wir diesen Kran sehen, ist es halt verrückt. Ja, okay. Ja, jetzt geht es wieder hoch. Jetzt geht es hier lang. Jetzt geht es da rein. Okay, mal schauen wir mal. Nix Wohnung. Oh, okay. Hallo, Nixi Wixi, was ich geht? Ich bin Leon. Für jemanden in meiner Branche gibt es nichts Besseres. So, hi. Du hast es echt geschafft. Ja klar, der Ryujin-Wachdienst lässt nach. Stundenlange Mission, easy. Ryujin hat die beste Security, die man sich vorstellen kann. Ich bin einfach gut. Eigentlich seltsam, dass sie noch niemand gestürzt hat. Das ist ein bisschen wild, weil wir haben hier die beste Security, aber egal, das nehme ich, weil ich tue mich hier auch loben. Aber ich... bin einfach gut. Beste. An Selbstbewusstsein mangelt es dir nicht, oder? Ja, warum auch? Aber ich habe dein Werk im Trade Tower gesehen. Hast also glaube ich dir sogar. Siehst und du? Und jetzt nehme ich bitte das Programm zurück und sehe mir die Daten an. Nach allem, was zur Beschaffung dieser Daten nötig war, Antwort. Bieten sie hoffentlich einige Antworten. Ja, bitte. Warte auf Nix, sprich mit Nix. Also, wenn ich mit Nick spreche, dann macht es ja auch nichts, oder? Mal ein bisschen Bier herholen. Schlafen in Besitz. Du kannst nicht in diesem Bett schlafen. Oha. Ich dachte, dein Bett ist auch mein. Mein Bett ist dein. Öffnet mir quasi die Hintertür. Okay. Ich sehe einfach alles. Das ist also schön. Also sehen wir es uns an. Ja. Let's have a look. Ularu hat eine beeindruckende Verschlüsselung, aber okay. Ich kann sie natürlich knacken. Umgehe Schutzmaßnahmen, starte Entschlüsselung, dürfte nicht lange dauern. Scheiße, bin ich gut. Ging schneller als gedacht. Ich speichere für Dalton einige Dateien, darunter den Zugangsverlauf und alles, was mit dem Dominion-Projekt zu tun hat. Super. Ich baue noch eine neue Entschlüsselung ein, damit nur er sich das ansehen kann. Und fertig, das war's. Das war's, geil. Warte auf Nix, sprich mit Nix. Bringst du das jetzt zu Ende? Schau mal, das heißt, muss ich wieder zurück zum Computer, oder was? Das meine ich aber nicht. Ich habe die neu verschlüsselte Slate.
Sieht aus, als hätte Ryujin eine spaßige Zeit vor sich. Okay. Streng genommen soll ich nicht nachsehen, aber wenn meine Software läuft, sehe ich quasi zwangsläufig, was los ist. Dalton wird davon erfahren, dass du gegen unsere Abmachung verstoßen hast. Spann mich nicht so auf die Folter. Erzähl schon. Du hast deinen Teil eingehalten. Sagen wir einfach, die Slate zeichnet kein sonderlich gutes Bild von Imogen Salso. Okay. Aber denk daran, du arbeitest mit Leuten, die sehr gut darin sind, Informationen zu fingieren und zu fälschen. Ja, das ist normal. Das ist in jeder Chevetage. Das habe ich gemerkt. Im Spiel, auch im Real Life. Von daher ist es eh egal. Jeder lügt, betrügt und manipuliert. Also, nur so wird man erfolgreich, Digga. Wieso bist du so sicher, dass deine Informationen korrekt sind? Ich mochte Imogen noch nie. Vielleicht kann ich sie für Ryujin beseitigen. Ich wusste, dass man Imogen nicht über den Weg trauen kann. Das klingt so gar nicht nach Imogen. Sicher, dass das richtig ist? Weil ich mich in meinem Geschäft auskenne. Okay. Aber Beweise allein erzählen nicht die ganze Geschichte. Sondern? Den Rest müsst ihr, du und Dalton, zusammensetzen. Ja, ich wusste, dass man Imogen nicht aus dem Weg trauen. Das klingt also gar nicht nach Imogen. Sei dir nicht so sicher. Imogen ist praktisch in der Firma und der ja, Welt groß geworden. Ja, sie tut mich ja auch diese Aufträge ich hier. Würde davon ausgehen, dass sie nichts unbeabsichtigt tut. Hier ist die Slate. War wie immer schön, Geschäfte mit Ryujin zu machen. Natürlich ist sie auch wild, weil sie lässt mich immer diese illegalen Aufträge machen. Kehre zu Dalton im Ryujin Tower zurück. Oh mein Gott, muss ich wieder in den Tower gehen? Crazy! Da-da-da-da-da-da-da. Das ist ja wirklich verrückt. Lassen Sie den Tower gehen. Ryujin. Also jetzt haben wir festgestellt, dass die ein bisschen wild ist, unsere Chefin, oder was? Dass sie nicht zu trauen war, ist doch klar. Sie gibt uns nur... Website ist komplett vor die Hunde. Heftige Sachen, andere Firmen auszuspionieren, zu manipulieren, kastrieren, ultrasieren, perversieren. Also ist ja klar, dass sie dann auch nicht ganz sauber ist. Ich war noch ein bisschen klauen, aber mal später. Erledigen wir erstmal die ganzen Aufträge für diese Firma. Und dann können wir ja vielleicht uns der Bande anschließen. Mal ein bisschen Band-Action hier. Manager Bros. Das ein. The Manager. Mal schauen. Oh, habe ich eigentlich viel illegale Ware dabei? Wenn ich irgendwo hinreise? All of them. Ja. Kartusche. Digi-Dietrich. 43. 45. Medipack. Ich wollte das schon nutzen, aber er nimmt nicht genau das. Wenn ich jetzt das hier nehme, nimm da von oben eins. Ja, ich habe schon einige legale Sachen, aber ich habe wirklich viel geklaut. Boah, das Messer hier, 15.000. Ja, die Sachen sind aber nur mal im Inventar so viel wert. Mal schauen, wegen DPS hier. DPS... Sind die geht so. Also ganz unten. Oh, das Messer ist so eine Sache, aber heftig. Die wissen schon, wie sich ihre mal schauen. Auf der Chefetage hat Ryujin keine Kosten gespart. Was hast du zu berichten? Ihn haben wir noch nicht beklaut. Aber das hat nicht funktioniert. Deswegen werden wir es jetzt noch einmal testen. Drück mir die Daumen. Cross the finger, Daumen drücken. Hat geklappt. Easy. Dein Besuch im Tower lief wohl nicht so sonderlich gut. Klar. Unsere Rechtsabteilung kümmert sich um die Toten. Es gibt keine Toten. Hoffentlich hast du wenigstens die Daten. Alter, ich habe alle betäubt. Hä? Ich habe die Daten, aber nichts hat gegen unsere Abmachung verstoßen und
sie sich selbst angesehen. Ja, ich war erfolgreich, aber solltest mich definitiv um ein paar Sachen... Was? Ja, ich war erfolgreich, aber du solltest dich definitiv um ein paar Sachen Sicherheitslücken kümmern. Nix hat alles problemlos entschlüsselt. Das hier hat er mir gegeben. Ja, okay. Das dachte ich mir. Siehst du? So, was haben wir denn hier? Sprich mit Dalton. Warte auf Dalton, sprich mit Dalton. Oh oh, hat er ihm vielleicht irgendwelche falschen Files gegeben? Geht's vielleicht alles in die Luft? Ist irgendwas passiert? Kaum zu glauben. Aber jemand hat von außen auf Ularus Dateien zugegriffen. Oh wow, von außen, oh wow. Tracing. Erstaunlich, okay. Dass Nix das alles nachvollziehen Meister konnte. Entsperren, geil, kann ich machen. Verdammt. Und da ist die Täterin. Imogen. Imogen. Warte Sekunde. Wie viel haben wir denn hier schon aufgemacht jetzt, weil wir so viele Sicherheit. Hier, noch zwei! Oha, noch zwei so. Schlösser. Senior Operations Specialist. Und eine der wenigen, denen ich das zugetraut hätte. Ja, frech, ne? So, das kann nicht sein. Das glaube ich einfach nicht. Jemand muss ja eine Menge Credits zahlen, sonst würde Riogen sie nicht so hintergehen. Welches Motiv sollte Imogen denn haben, von Riogen zu stehlen? Das Motiv kann alles sein. Credits, Konflikte sogar boring Shit. Jemand muss ihr eine Menge Credits zahlen, sonst würde Riogen nicht so hintergehen. Entweder das, oder Rai sie ist Jujen. Extrem wütend auf jemanden in Wieso der Wieso denn Firma? Auf Ryu? Es muss kennen. Sehr zermürbend sein, sich unter Kollegen ständig darum zu sorgen, wer man vertrauen kann und wer die Wahrheit sagt. Ja. Bevor wir schwerwiegende Entscheidungen treffen, muss ich sie befragen. Ich will, dass du in ihr Büro gehst und sie herbringst. Oha. Sie darf nichts unternehmen, bevor ich nicht Gelegenheit hatte, mit ihr zu reden. Ah ja, die weiß es bestimmt schon. Also, so wie die vernetzt ist, weiß sie es bestimmt schon. So würde sie nicht wagen, solange ich hier bin, willst du das nicht selbst vernehmen, ich behalte sie im Auge. Und wenn sie flieht, ja, so viele Fragen, ich behalte sie im Auge. Gut. Das Schwierigste in der Geschäftswelt ist es vielleicht, Wahrheit und Lüge auseinanderzuhalten. Ich verstehe. 7000 Credits, oh mein Gott. Okay. Können wir wieder die Waffe eigentlich wechseln? Auf die Main-Waffe? Ich habe dich im Blick. Das ist mir egal, ob du mich im Blick hast. Ich Wenn ich der Deal die, platzt, ich muss das die mit Chefin hier zum Boss bringen. Ebene wählen Operations. Let's go. Die ist bestimmt schon geflohen, oder? Also die weiß safe Bescheid. Ich bin gerade beschäftigt. Da sie wirklich eine gute Agentin ist und super vernetzt ist. Wenn die nicht Bescheid weiß, dann wer soll sonst Bescheid wissen? Lass mich raten. Du suchst Imogen? Ist nicht da, oder? Die ist nicht Nerv da, aber kann man dich beklauen? Sie haben zu tun. 773 Credits? Probieren wir mal. Ja, nee, Kopfgeld. Sorry. Let's try it again. Lass mich raten. Du suchst Imogen? Nerv meine Technik. Lass mich raten, nicht ich möchte dich, möchte dich bestehlen. Hast du das geklappt. Bei mir auch schon versucht? Nope, bei dir würde ich nichts versuchen, weil du bist mein Honig. Oh, sie auch noch. Hat auch geklappt. Tja, bevor wir aus dieser Firma her... Aber ich möchte es unbedingt... Ich möchte unbedingt Senior Agent werden. Vielleicht, wenn ich Imogens Job übernehmen kann, bin ich Seniore Agent. Und dann kann ich noch krassere Aufträge machen. Gut gemacht. Wie du sicher schon gemerkt hast, ist sie nicht hier. Was sehr schade ist. Sie muss nämlich noch einige Dokumente unterschreiben. Dachte sie ist sehr gut darin, Schreibtischarbeit zu vermeiden. Ja, ist auch eine Scheiße mit dem ganzen Papier. Papier ist beschissen. So wie du das Bewerbungsgespräch umschifft hast. Es gibt Arbeitsskills und Lebensskills. Nicht meine Schuld, dass ich beide habe. Oh, wann hast du Imogen letzte Mal gesehen? Sie war nicht im Büro, seit das Gebäude wegen Wartungsarbeiten geräumt wurde. Ah, kostet wohl mal wieder den Urlaub aus.
Ja, nee. Ich weiß, dass sie keine externen Meetings oder Geschäftsreisen geplant hat. Ich kann es dir nicht verübeln. Ein Schreibtischjob fühlt sich wie reine Zeitverschwendung an. Ja. Greif dabei auf deine Quellen zurück und sag mir, wo Imogen ist. Ja, komm. Ich weiß nicht, ob dich das etwas angeht. Ja, sicher, ich bin May. Aber ich behalte mein Pendant gerne genau im Auge. Darf ich fragen, warum du das wissen willst? Überredenskill, komm. Ich bin nicht hier, um zu tratschen. Sag mir einfach, wo Imogen ist. Du hast kein Recht, mir Fragen zu stellen. Das ist vertraulich, wende dich an Dalton. Nein, danke. Aus Dalton was rauskriegen, da kann ich auch mit einer Wand reden. Außerdem macht Band Spekulieren mehr Spaß. Imogens letzter Aufenthaltsort war Frankie's Grab and Go, was Grab natürlich nur eine Fassade für das Seoka-Syndikat ist. Nicht das Grab. Wenn du sie jagen willst, musst du dir das vom Management genehmigen lassen. Das Syndikat habe ich ausgelöscht. Erstaunlich, wie sehr die Bürokratie jeden Aspekt dieses Vorgangs durchdringt. Ja. Frankie's and Co. ist eine Fassade für Seoka-Syndikat? Halt es hier irgendwie? Ist das ein Echo? Uhu. Ja, Frankie's ist eine Fassade. Außen beschissener Laden, innen Hightech-Versteck. Oha, aber die einzigen, die das wissen, sind natürlich Ryujin, Beiyu und das Syndikat selbst. Diese Stopfen hier. Was glaubst du? Was ist im Syndikat-Territorium? Was macht die im Syndikat? Das weiß ich auch nicht. Ui, aber sie führt irgendwas im Schilde. Man hat gemerkt, dass sie ihre Spuren verwischen wollte. Mhm, aber das ist mein geschafft. Job und ich bin nicht umsonst Chefin der Techniker hier. Auch noch? Ich brauche kein Negem. Alles klar, ich rede da mit Dalton drüber. Gut, würde sicher ein unschönes Drama geben, wenn du über seinen Kopf hinweggehst. No, aber wobei das ein rechter Spaß wäre. Bringt ein bisschen Abwechslung rein. Ich würde auch gar nicht mit ihm reden. Wenn du ohne Erlaubnis losziehen und dich zu Imogen schleichen willst, sollte deine Begleitung lieber an der Tür warten. Um nicht aufzufallen, sind zwei einer zu viel. Oha, viel Glück bei der Suche nach Imogen. Ach ja, und falls du sie tatsächlich findest, sag ihr, dass ich dir geholfen habe. Optional sprich mit Reju. Optional. Ich würde gar nicht mit ihm sprechen wollen. Wisst ihr? Weil wer weiß, vielleicht steckt er in einer Decke und dann wird sie gewarnt. Das ist schon gewarnt worden. Ich weiß nicht genau. Sprechen wir mit ihr? Ja, nee, wir gehen einfach los. Wir gehen einfach los. Keine Zeit. Also, sagen wir ihm, wir haben keine Zeit. Er hat uns ja eh beauftragt. Dass wir los. Also schnell, weil sonst kann sie fliegen. Je länger wir brauchen, so mehr wir quatschen, desto mehr Zeit verlieren wir. Go, 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 go. Neon. Let's go. Major City hier. Website ist komplett vor dir. Das sagst du mir jetzt jedes Mal. Website ist completely for the dogs. So. Weißt du, warum die Crimson Fleet überall? Gibt's irgendwie Names? No. Ich geh mir die tolle Bar hier zu Madam. Was ist denn hier eigentlich? Under City, nee, da brauchen wir nicht mehr hin. Burger. Hier ist nochmal named. Können wir es beklauen? Nimm dich in Acht. Nicht jeder, der in unseren Sneak Crates wohnt, ist seriös. 774 Kredite. Komm, wir nehmen ihren Kredit auf. Dann hat sie keine Probleme mehr. Hat geklappt, easy. Danke, appreciate. War schön mit Ihnen Geschäfte zu machen, Lady. Optional nicht. Es gibt keine Option. Es gibt optional. Es gibt hier los. Folge Imogen. I'm ready. Die Gangs wollen hier das Sagen haben. Sushimatsu Langfinger. Statue. Habe ich schon beklaut. Da kann ich mit ihm sprechen. Das ist named. Du störst mich. Ja, aber jetzt. Mir egal. Ich störe, wen ich will. Das stimmt. Dann hör auf. Was für Arbeit machst du hier? Ich arbeite im Lagerhaus und kümmere mich nur um meinen Kram. Im Lagerhaus, okay.
lassen mich in Ruhe. Solltest du auch. Oha. Hat es einen Grund, warum du so kurz angebunden bist? Was ist mit dir? Das ist eine meiner Regeln. My rights. Gut damit. Außerdem willst du nicht mit mir reden. Ich bin einfach kein guter Mann. Halt dich lieber fern. Jetzt wird's aber interessant. Hast du Regeln, nach denen du lebst? Ja. Halte die Dinge kurz. Trink nicht in Dienst, danach aber jede Minute. Spiel nie okay. Karten mit einer Straßenratte. Liebe nur, was du respektierst. Das war's. Ich verstehe. Für noch mehr würde ich Regel Nummer 1 brechen. Du bist kein guter Mann? Ja, hat Nein, bestimmt Mord und Totschlag begangen. Soldat! Ich bin auch Soldat. Du hast im Krieg gekämpft, nicht wahr? Stimmt. Dagegen sind die Bandenkrieger ein Picknick. Jawohl. Also, ja, ich habe Menschen getötet. Haben wir alle. Manche hatten's verdient. Aber nicht alle. Und ab und zu tauchen Fremde auf und wollen sich rächen. Aber ich bin immer noch hier. Sie haben es noch nicht geschafft. Wie kommt es, dass du Soldat geworden bist? Tell me why! Ich war jung und dumm. Ich dachte, ich könnte den Krieg alleine gewinnen. Also bin ich zur Freestar-Miliz. Ich habe in einer Woche mehr Menschen getötet als in all den Jahren hier. Und die ganze Scheiße verändert einen. Ja, so viel Munition, wie man hat, tötet man halt, klar. Trinke ich nur noch. Ich habe das so vergessen. Bin entsetzt, dass und auch noch in der Öffentlichkeit. Ja, okay, gut. Ja. Wir sind hier fertig. Leider keine Option mehr für einen tollen Kleinspruch. Oh, wir können hier einfach. Syndikatversteck? Was ist hier? Tür offen, okay. Sollen wir die Tür zumachen? Dass sie nicht raus kann? Okay. Finde Imogen. Gut, ich glaube, es geht wieder zur Sache. Jungs, Mädels. Let's go. Hey. Und wieder triumphieren wir. Ich freue mich. Aber wir haben den Syndikat-Boss ja schon getötet. Warum? Boah, so, das ist ein Böser. Alter, danke, Andreja. Du hast mich von der Kopfnuss gerettet. Wo denn Angriff? Ist doch keiner. Wow. Was für Schussgeneration. Was bin ich denn da reingetreten? In what am I trading Ryan? Mehr hast du nicht zu bieten? Scheiße! Dein Kopf gehört mir! Wieso bist du noch nicht tot? Das war doch von hinten, oder? Gerade. Kann ich hier Schlösser knacken, um mein Skill zu erhöhen? Schade, dass ich nicht gepennt habe, Alter. Weil ich töte wieder, ich töte hier so viel, ich bräuchte dieses 10% XP-Scheiß-Ding da. Schade. Meister, okay. Oh mein Gott, ist auch wieder. Gut, let's have a look. Drei Löcher. Ja, okay. Drei Löcher. Können wir ein 3 nutzen, müssen wir 2er 1er nutzen. Das ist. Was für Dreier haben wir denn? Das Dreier geht nicht. Das einzige Dreier. Ja, CC. Dann nehmen wir ein 2er und ein 1er anscheinend. 2er, 1er, gut. Wir haben 2, 5 Löcher. Wir probieren irgendwas Wildes. Nee, das ist, glaube ich, Blödsinn. 5 Löcher. Gibt's einen 4er? 4er.
gibt Vierer, aber die passen nicht. Vierer. Noch ein Vierer. Ja, noch ein Einser. Ne, noch ein Zweier. Zweier hier. Wieso geht das nicht? Wie? Hä? This is right, my friend. Warte, ich mach's mal rüber, dann seht ihr mehr. Das ist doch richtig. Das ist doch right. Right beside you. I feel right beside you. Always. I don't get it. That's right beside you. Okay, wir dürfen das Richtige nicht nehmen, oder was? Hier, was soll ich machen? Ich darf das Richtige nicht nehmen. Ist das ein Bug? Muss ja, oder? Ich kann zwei Einser nehmen. Aber wer weiß, wann wir die noch brauchen unten, wenn es zwei... Es sind zwei, die hier hin pflanzen. Guck mal an. Dann machen wir mal hier Einser. Okay, da war kein Loch mehr. What the... Okay, jetzt sind wir aber trotzdem gearscht. Okay, wir brauchen einen Zweier. Wir haben nicht so passende Zweier. Eins. Okay. Illegale Güter haben die hier. Schmuggelware, brutal illegale Güter. Oha. Was ist das? Okay, Wert 14k können wir uns verabschieden. Das stimmt nicht. Das ist hier 14k wert, wo wenn wir irgendwo hingehen, dann ist es nicht mehr so viel wert. Ich weiß nicht, ob man vielleicht es an einer bestimmten Stelle verkaufen muss, aber 14k ist es nicht wert. Vielleicht kann mir einer sagen von euch im Chat, wenn ihr Starfield spielt, wo muss man das verkaufen, um den Wert zu bekommen, der auch da steht? Ich verkaufe es immer auf der Wolfstation. Aber da kriege ich halt dann, keine Ahnung, 1000 oder so? 14-fach weniger? Oder in die Kommentare schreiben, falls ihr das seht. Wir holen es trotzdem. Das gehört trotzdem. Jetzt also uns, ja? Sie. Ist da noch was? Schnauze, da keine Zeit für sowas. Was macht zum Teufel? Ist gut jetzt. Let me check my Beute. Ist hier vielleicht noch was? Außer das? Hier ist doch auch noch irgendwas, oder? Anscheinend nicht, nee. Okay, gut. Los geht's. Müssen wir immer Jen einen Kopfschuss geben? Meint ihr? Schon, gell? Let me give Imogen a headshot.